Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Pathfinder Kingmaker in dieser Woche. Es ist Freitag und ich habe mir überlegt, wir sprechen noch mit dem Bartholomäus und fragen ihn nochmal, was er denn eigentlich in diesen Wäldern hier macht. Ich bin ein bescheidener Diener meines Barons. Diese Fallen in den Wäldern, sind die von euch? Ich fürchte, ich kann euch nicht viel sagen. Wow. Eine Frage wegen der Fallen. Okay. Offensichtlich ist er beleidigt, weil ich ihm befohlen habe, den Troll loszulassen. Also gut, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich bin hier der Chef in der Baronie und ich entscheide, was hier passiert. Und ich finde, keiner sollte gefoltert werden. Das ist rechtschaffen gut. Genau, und so handeln wir eben auch. Genau, so ist das nun mal. Ob er das nun will oder nicht. Ja, letzte Folge haben wir festgestellt, dass wir süßen Sirup haben und etwas für Geschenke und Säurepfeile. Warte mal, nee. Sie hier kriegt den Säurekram. Ah ja, sie hat den Säure-Dings schon. Okay, genau. Dann nehmen wir mal hier die Stäbe hin. Ich weiß nicht, was das hier ist. Einsames Haus. Ich glaube, das kann man dann unten zu dem Schrott dazu packen. Die Bücher packen wir mal hier hin. Die müssen wir dann gesondert irgendwo reinnehmen. Das hier würde ich mir gerne nochmal durchlesen. Mein liebster Lexen, als mich dein Brief erreichte, musste ich dir umgehend antworten, da ich möchte, dass du bei deiner Ankunft in Neustädten sofort eine Nachricht von mir vorfindest. Angesichts deiner endlosen Reisen bin ich selbst schon eine Expertin, was Straßen und Ansiedlungen angeht. Der kleine Ketri fragt mich jeden Abend, wo sein Vater ist, anstatt mich um eine gute Nachtgeschichte zu bitten. Dann hole ich eine Karte und zeige es ihm. Hier ist unser Galt, das sind die Raublande, dort ist Brevoy und das ist die Straße, auf der dein Vater gerade reitet. Dann wünschen wir uns gegenseitig eine gute Nacht und gehen schlafen. Ah, ich glaube, das ist dann eine... Ah, traurige Nachricht. Okay, dann tun wir die hier mit darunter. Ich werde hier angegriffen von einer Riesenstaubflocke. Unangenehm. So, dann haben wir uns ein bisschen sortiert wieder, oder? Haben wir uns ein bisschen sortiert. Schriftrollen haben wir wirklich eine ganze Menge, nur Nutzen tun wir sie nicht. So, jetzt ist noch ein bisschen die Frage, wollen wir hier oben den Kampf auch noch machen? Ich würde sagen, ja, machen wir. Machen wir einmal schnell gespeichert. Gehen in unsere Kampfformation. Und gucken mal. Oh, da ist auch noch eine... Alle. Na gut. As it should be. Gehen mal hier so hin. In den Schleichmodus. Gehen mal so langsam ran. So. Bandit. Zack, zack, zack. You deserved it. Erst Schlag. Scared? You should be. Oh! Harim, einmal bitte mit angreifen. Und Valerie, du kannst ja wirklich mal... Ja, dann gehen wir hier mit hin. Warte mal, So, Valerie, jetzt vielleicht... Ansturm. Ach du, ernst ist nicht. Was ist das denn für ein Riesending ist hier? Banditenanführer. Das ist ja ein riesig großer Typi. What the heck? Okay, dann müssen wir uns noch mal ein bisschen stärken. Dann werden wir jetzt hier noch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Was ist denn hier der Segen hin? Göttliche Gunst. Kein Problem, würde ich sagen. Sie singt schon, oder? Wow, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen übernommen. Ich weiß nicht so genau. So, jetzt mal den Säurespitzer hier rüber. Go down!
Oh, wow. Okay, dieser Riesentypi, der ist ja krass. Okay. Vielleicht werden wir uns das nochmal überlegen. Nein, wir werden natürlich angreifen, aber wir werden das ein bisschen geschickter machen. What the heck? Also das ist ja richtig krass gewesen. Nee, nochmal die Angriffsformation. Wir versuchen es mal von der Seite. So. Wir müssen nur einmal die Sicht auf irgendwen kriegen. Ja, sehr gut. Zack. Focus on the goal. Serves you right. Und auf geht's. So, jetzt gucken wir mal. Repent. Let us strike as one. Eine beigezauberte Riesenspinne. Die würde jetzt, oh wow, für uns kämpfen. You deserved it. Vielleicht mal hier eben kurz auf den Banditen. Sieh nochmal das Lied des Mutes. Sehr gut, jetzt haben wir hier, den haben wir erwischt. Do not falter. Okay, jetzt machen wir aber schön defensiv. Obwohl andererseits, wir machen mal nicht defensiv. Wir hauen mal richtig rein. Rindenhaut haben wir leider keins mehr. Was kann sie noch machen? Nochmal eine Säurespritze auf ihn hier. Ja, machen wir mal. Der ist halt echt krass, der Banditenanführer. Können wir mal ganz kurz gucken, wie viele Lebenspunkte der wohl so hat? Banditenanführer verursacht 32 Schaden bei Riesenspinne. Oh, warte mal. Wir haben doch hier... Sie hat doch auch noch was zum... Protect me, please. Yes, yes. Unworthy. Ja, und er muss jetzt wirklich mal... Er kann ja gar nicht... Kann sie denn sich selber heilen? Okay, der Typ ist krass. Es kann sein, dass das nichts wird, weil der Typ einfach so krass ist. Wo sind denn die Spinnen jetzt? A miserable last chapter. Mittelschwere Wunden heilen. Einmal hierhin, bitte. Den haben wir doch nicht mal angekratzt. Den haben wir doch nicht mal angekratzt. Okay, alles klar. Ihr müsst euch ja nicht aufregen. Also das heißt, wir müssen da jetzt auch nicht dran. Ja, wir können das ja mal... auf die To-Do-Liste schreiben. Was mögen die wohl da... Was mögen die denn da wohl verstecken? Okay, pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir gehen da mal hin und gucken mal, was die denn da bloß verstecken oder sagen wir mal, was sie beschützen. Interesting. So. Diese zwei Spinnen sind auf jeden Fall schon mal hilfreich, aber nicht ausreichend. Anything else? Wir müssen noch mehr rausfinden, was die da beschützen. Können wir mal hier sneaky sneaky im Wald lang. All according to plan. Der Große ist halt echt krass.
beschützen gar nichts, oder? Die beschützen gar nichts. Das Einzige, was die halt haben, ist das hier. Aber was ist das? Das ist nur eine Leiche. Passt auf. Wir gehen mal ganz kurz rein und gucken uns mal an, was das ist. You cannot stand against me. So, Stabfeuerball haben wir aber selbst. 300 Amulett. Wir gucken uns einfach an. Wir gucken uns einfach an, was los ist. Das ist natürlich bedauerlich. Die Armschienen des Ritters. Ah. Die Armschienen des Ritters. This should do it. Die Armschienen des Ritters. Ah. Jetzt hängen wir hier irgendwie. Unworthy. You right. This body holds. Oh, could be worse. And you will be. It. Definitely will be. At last. Also wir kommen gegen die Dicken nicht an. Wir haben es jetzt eine Viertelstunde versucht. Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Also, dann machen wir Folgendes. Ja, aber was haben wir jetzt mit dem? Das ist auch nicht hilfreich, ne? Wir kriegen den Dicken, den Banditenanführer, nicht erledigt. Da können wir machen, was wir wollen. Ja, der hat, ihr seht schon, Lindsays Rüstungsklasse wird ja nicht... Naja, genau, Lindsays Rüstungsklasse ist nicht 24. Das heißt, der Banditenanführer hat eine krasse Rüstung. Ja, das ist magisches Geschoss. Säurepfeil. Also pass auf, wir versuchen es ein letztes Mal. Und ja, vielleicht versuchen wir es wirklich mit dem Feuer und dem ganzen Tamtam. Und wir werden wirklich auch hier die... All according to plan. So. Wir werden aber vorher, bevor wir das machen, eben all diese Dinge machen. So. Ready for anything. Adventures call to them. Well? Yes, I'm still here. Genau, wir werden uns ganz schön aufrüsten. Just letting the ink dry. Yes. Ein Wolf. Mhm, okay. Na, kommt da jetzt einer? Alles klar. So, mal wieder zurück hier hingehen. Jetzt gucken wir, was wir sonst noch haben. Furchtbaren brauchen wir nicht. No mistakes. Der wird jetzt mal das hier aktivieren. Anything is possible. Sie hat quasi nichts mehr zu bieten. Wir werden aber gleich mit einem Feuerball ordentlich auf den Dicken losgehen. Speak. Genau. Säurepfeil ist bereit. Die drei sind im Nahkampf. Dran, so soll es aussehen. Ah, ja, jetzt bin ich mal gespannt. The end draws near. Jetzt bin ich mal gespannt. Focus on the goal. This should do it. Blood for Gorum! Alle ausgelöst. Das ist jetzt ungünstig. Weil die sich gegenseitig bekämpfen? Ach Mann.
Warum bekämpfen sich die Spinnen jetzt gegenseitig? Was ist denn das für eine Hexerei? All according to plan. So. Well, sorry, was lost in thought. Also das Ganze nochmal. Er macht das hier. What troubles you? Sie zaubert jetzt diese Spinnen hier hin. They'll never see me coming. So. Komm, dann machen wir die andere auch noch hier rein. So, sieh das hier. Waffe des Verderbens aktivieren wir. Und dann haben wir Rindenhaut, hat er nicht. Okay, und das machen wir auch noch rein. Lindsay ist so ein bisschen Supporter, hä? Lindsay ist supporting us. Göttliche Gunst. Machen wir auch noch rein. Wir müssen den Dicken wirklich erledigen. So, und segnen machen wir auch nochmal auf alle. So. I know what to do. Und jetzt? Serves you right. Wow. Nice. So, stopp halt hier den da bitte. Oder, nee, noch viel besser das hier. Tear them apart. Repent. Let us strike as one. Wo sind denn jetzt die Hunde hier? Die Tische sind irgendwie nicht da. Ich will sie auch nicht. They go down. Your life ebbs now. Do not falter. Okay. Onward. So, ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich alle draufgehen. Auf alles, was geht. Und wir werden ihn erstmal mit Feuer... Ne, warte mal, wir werden ihn mit dem Feuerball... magisches Geschoss, Moment. Säure. Hier, Säure. Und du machst mittelschwere Wunden heilen. Das ist natürlich Quatsch. Du machst Alchemistenfeuer auf ihn drauf. So, ein wundervolles Programm. Let us strike as one. Geh mal durch. Und mach die da oben mal platt. Ist egal, dann greif ihn halt so an. Betäubender Schrei. Wir versuchen das mal. Na, der ist noch dabei, sich zu heilen. Ja, ja, sie greift da oben an. Das ist okay. Er braucht wirklich Unterstützung, ne? Das jetzt gerade uns nicht leisten, glaube ich. Ich glaube, wir müssen ihn wirklich wegmachen. Er ist sowieso hinüber. Amiri, Amiri, was machen wir? Komm, hier, Säurepfeil. Mittelschwere Wunden. Nein, wir versuchen es mal so. Oh, what the heck. Stay behind me. Das wird ein bisschen knapp jetzt, glaube ich. So insgesamt.
werden ihn noch mal mit der Säure beglücken. Und auch noch mal mit dem Feuer. Säure ist super gut. Wir haben's. What the heck? Was ist das denn hier? Oh, wow. Was haben wir denn hier? Schwelle des Todes. Der Charakter steht an der Schwelle des Todes und ist einem tödlichen Schlag nur noch durch pures Glück entgangen. Sinken seine Trefferpunkte noch einmal? Nee, ich denke, wir werden uns jetzt einfach auch mal heilen. Wir werden jetzt hier rasten. So. Vielleicht nehmen wir noch ganz kurz die Sachen mit und dann... Oh Gott im Himmel. Da haben wir uns aber jetzt echt mal ordentlich reingebuttert hier. So. Was haben wir denn hier? Thorak-Anhänger, sehr gut. Ein Gürtel. Eine Ritterrüstung, sehr schön. Und ein schweres Schild, das ist sehr schön. Fisch gibt's und eine ganze Menge davon. Das ist doch gut. Kommen wir da quasi plus minus null wieder raus. Langen Kompositbogen nehmen wir auch mal mit. Ich meine, jetzt passiert ja eigentlich nichts mehr, oder? Die Armschienen. Deswegen haben wir das Ganze jetzt gemacht. Aber ich sag mal, das war alles insgesamt richtig gut. Das werden wir jetzt erstmal ausruhen. Dann müsste er eigentlich auch wieder Heilung verwalten. Wir nehmen natürlich alle Rationen. Und essen wir die süßen Pfannkuchen? Nö, Geflügel. Komm, wir machen einfach so wie immer. Auf geht's. Aber das kommt jetzt weg mit dem Schild des Todes. Huge hairy woodsman at the mercy of a small but daring fairy. What a vivid image. That just begs to be included in a book. How easily you are impressed. Hm. Wie einfach du zu beeindrucken bist. Ja, das war's dann wohl. Bedauerlich. Ist immer noch Schwelle des Todes. Vollständige Genesung. Es ist immer noch die Frage, wie erreichen wir das eigentlich? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Gürtel der großen Konstitution. Dieser Gürtel gewährt seinem Träger einen Verbesserungsbonus von plus 2 auf seine Konstitution. Bräuchte natürlich jemanden, der Konstitution hat. Sie zum Beispiel hier. Forschergürtel. Ja, das ist schon mal nicht so wichtig. Konstitution. So, warte mal da. Der hat gar keinen Gürtel. Na, guck mal. Kriegst du einfach nochmal plus 2 auf die Konstitution. Ist doch super. Ist ja auch scheinbar 5 Punkte mehr. Glückwunsch. So, das ist das hier. Das ist das hier. Ich sortiere gerade mal das Inventar, weil ich glaube, das ist gerade echt nötig. Amulett der natürlichen Rüstung. Er trägt da einen Einser. Jetzt trägt er dann zwei, aber so richtig... eins auf seine Rüstungsklasse. Ich weiß es nicht. Also, naja. Aber warum hat der jetzt keins? Warum kriegt der keinen? Der kriegt einfach keinen Plus. Nun gut, haben wir das so verteilt. Das hier ist wieder eins von diesen Dingen, die wir nicht brauchen. Der Komposit-Langbogen 1 bis 8, 3 bis 10. Langbogen-Meisterstück. So, und selbst das Ding hier, Beschützer der Ungerechten,
kann sie nicht tragen, weil das ein schweres Schild ist? Nee, kann von diesem Charakter nicht ausgerüstet werden. Warum denn nicht? Warum kann sie das nicht tragen? Sie könnte das tragen. Warum kann sie das nicht tragen? Beschütze der Ungerechten. Also ich sag mal, der kriegt, der macht einfach 2000 Dollar. Das ist natürlich nice. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, warum man das nicht tragen kann. Ritterrüstung. Trägt hier irgendjemand eine Ritterrüstung? Er trägt ein Kettenhemd. 6 Rüstungsmalus. Aber es wäre einfach mal viel besser von der... Kriegt halt einen Rüstungsmalus, ne? Das ist natürlich meh, aber... Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Wir machen das mal. Er könnte auch, aber er ist ja auch... Was? Er hat, trägt auch ein Schild? Nee, das kann ja nicht sein. Achso, nee, genau. Ich wollte gerade sagen, der arbeitet doch mit dem Zeug hier. Warum kann sie das denn nicht tragen? Das würde ich doch wirklich gerne mal wissen. Warum kann sie das nicht nehmen? Wahrscheinlich, wenn wir da nicht drauf kommen. Also wirklich ärgerlich. Die Trollstatue ist fein gearbeitet und unglaublich detailreich. Wer stellt eine solche Statue denn in einen Wald? Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Also das hat uns jetzt wirklich viel Kraft gekostet tatsächlich. Und er hier ist wirklich am... In due time. Am Punkt seiner... Seine Karriere in Anführungszeichen. Ist halt wirklich auch. Also müssen wir mal gucken, ob wir für Harim nicht auf Dauer tatsächlich mal jemand anderen noch mitnehmen. Ich mag ihn eigentlich sehr und ich finde, er macht ordentlich Schaden, aber aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es auch nicht, ist er ständig an der Stelle des Todes. So. Und deswegen würde ich mal denken, wir gehen erstmal wieder zurück nach Hauerscheid. Das war ganz schön anstrengend, oder? Ich meine, die Woche war wirklich anstrengend. Wir haben ziemlich viel gemacht. Die Frage ist, wie kriegen wir diese Schwelle des Todes weg? Also mit einem Heiler oder durch komplette Genesung? Aber wodurch genesen die denn komplett? Haben wir das jetzt rausgefunden? Ich glaube nicht, ne? Wir machen das jetzt mal hier so. Sind die denn jetzt... Ah ja, er ist komplett genesen, alles klar. Schwelle des Todes, Schmodes, sagt er immer. So, mit dem Geschichtenerzähler, da können wir nochmal kurz reden, gucken, ob der uns nicht das eine oder andere abkaufen möchte. Dun, 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 dun. Relikte fortfahren. Goldmünzen für den Thorak-Anhänger. Sehr gut. Und das Geschenk der Dyriade. 900. So, Dankeschön. Dann, nächster Step ist hier unsere Kiste. Sehr schöne Schatzkiste übrigens, ja. Da würde ich jetzt sagen, lagern wir mal die Sachen ein, die wir... Hier, Splitter des Zwergenhelms. Noch eine Rüstungsarmschiene. Können wir die stacken? Ne, können wir nicht. Schade. Das Geschenk. Das brauchen wir auch irgendwann. Das ist sicherlich wichtig. Flinke Fäuste. Waffenfinesser. Ne, 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 ne. Das nehmen wir auch nicht mit. Rüstungsarmschienen. Sehr bedauerlich mit den ganzen Büchern. Ja,
Aber dann haben wir so größtenteils, würde ich doch sagen, alles soweit im Verkaufsrahmen hier. Kompositbogen lang. Da können wir natürlich nochmal gucken, ob sie jetzt hier... Sie hat auch einen Kompositbogen lang, aber... 1 bis 8, der Kompositbogen macht aber 4 bis 11 Schaden. Wie kann das sein? Wieso macht denn der da hinten 4 bis Komposit? Ach, das eine ist ein Langbogen und das andere ist ein Kompositbogen. Ja, okay. Das ist der Langbogen und das war der Kompositbogen lang. Der macht das gleiche. Und das gilt quasi auch für mich, oder? 4 bis 11, 3 bis 10, 2 bis 9, wir machen 4 bis 11, ja, alles klar. Okay, so, das heißt im Grunde genommen nur einmal alles verkaufen und dann machen wir da weiter an der Stelle, ne? Würde ich mir mal denken. Armschienen, tja, ich will es nicht. Jetzt will er eine Rüstung tragen. Sind dieselben. Macht halt keinen Unterschied. Eieiei, hier haben wir auch nichts mehr. Können wir nochmal aufrüsten. Ich finde, dann können wir damit so ein bisschen das Ganze ruhig besiegeln für heute. Ich finde, wir waren gar nicht so schlecht. Überhaupt in dieser Woche, finde ich, waren wir gar nicht so schlecht. Sehr gut. Ja, hier geht nochmal so ein Alchemistenfeuer. Gut. Ja, so läuft der Hase gerade hier. Also warum wir das hier nicht nutzen können, ist mir ja wirklich ein Rätsel. Warum kann sie dieses Schild nicht tragen? I do not require this. Beschützer der Ungerechten. Die Rüstungsklasse ist 4. Ich meine, das Ding ist 2000 wert. Ich mag es auch verkaufen, aber... Schwerer Schild plus 2. Gewährt dem Träger einen Resistenzbonus. Rettungswürfe. Sowohl die Rüstungsklasse als auch die Boni auf Rettungswürfe erhöhen sich um 2 gegen Zauberattribute und Angriffe von guten und rechtschaffenen Außenstehenden. Kann nicht von rechtschaffenen oder guten Charakteren ausgerüstet werden. Alles klar. Gut, dann war es das für diese Folge. Ich danke fürs Zusehen. Nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.